Millionen Fußballfans freuen sich auf das letzte EM-Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz. Anpfiff in Frankfurt am Main ist in einer Stunde. Das Erste überträgt live. Nach den Siegen gegen Schottland und Ungarn ist die Stimmung am Spielort fröhlich und ausgelassen. Kulinarisches Statement heute Mittag auf dem Frankfurter Römerberg. Bei Sonnenschein und 25 Grad gibt's typisch Schweiz Käsefondue. Jedes Mal, sie machen eine Fondue mit den Supportern für die Kunden, für die Leute. Die Stimmung zwischen den Fanlagern ausgelassen und friedlich. Nur bei der Frage, wer heute Abend sportlich die Nase vorne hat, herrscht wenig überraschend keine Einigkeit. Wie es heute ausgeht? Nicht gut für Deutschland. 2-0? Nee. 2-0, ja. Wir schätzen 3-1 für uns. Genau, 3-1. Füllkrug, heute ist Füllkrug dran. Füllkrug ist dran, der macht was. Es wird ein sehr schwieriges Spiel für die Deutschen. Die Schweizer werden klar dominieren. Hopp, Schweiz! In der gesamten Frankfurter Innenstadt feiern tausende Fans aus beiden Fanlagern gemeinsam ein großes Fußballfest. Das sind Freunde, ich bin Frankfurter, ich liebe sie einfach, sie feiern mit uns. Vor zwei Tagen die Engländer genauso geil. Frankfurt ist super. Ich liebe das, das sind Emotionen, das ist Fankultur, das ist Fanfreundschaft. Ich sage immer, wir sind vor dem Spiel zusammen, dann sind wir 90 Minuten gegeneinander und dann sind wir wieder zusammen. Ich habe die deutsche Seite hier, meine Frau hat auch die Schweizer Seite. Wir haben beide, also sie hat einen Schweizer im Herzen und ich eine Deutsche. In Frankfurt ist alles angerichtet für einen perfekten Fußballabend zwischen Nachbarn. Ganz egal, ob man eher Käsefondue oder doch Currywurst bevorzugt.